Genug gesagt. Der perfekte Film für einen romantischen Kinoabend zu zweit. Am 29. September 2005. September 2009 wurde alles neu. Sie sollten sich bereit machen. Nein. Doch. Ich bin beeindruckt. Wir brachten sie zum Lachen. Halleluja. Und zum Weinen. Rührt mich ja zu Tränen, ihre Geschichte. Und was passiert jetzt? Jetzt. Ich darf mich jetzt wohl verabschieden. Wie Sie wollen. Danke. Heißt es Abschied nehmen. Oh. Ihr hättet niemals vergessen, was ihr getan habt. Das Vierte bedankt sich bei seinen Zuschauern. Also, das Ende. Jawohl. 3, 2, 1. Jetzt. Es gibt eine Welt, in der die Träume Flügel besitzen, in der alles möglich ist. Träume, Zauber, Abenteuer, Raum für Fantasie, Geschichten voller Energie, Humor und Spaß. Voller Überraschung. Licht. Zukunft. Reise. Eine Reise, die berührt und begeistert. Unendliche Weite. Unendliche Freiheit. Meine Familie. Freunde. Und auch einmal für sich sein. Platz für Romantik. Ein Ort für eine gute Zeit. Ein Ort für Geschwindigkeit. Musik. Für Bilder, Farben und Formen. Für Piraten und für Prinzessinnen. Diese Welt verbindet Orte, Zeit und Menschen. Es ist eine Welt, in der alles möglich ist. Eine Welt voller Magie. Disney Channel. Mein erster Disney-Streifen, das war, glaube ich, Aristocats und ist immer noch einer meiner allerliebsten Filme. Ich war großer Fan vom Kater O'Malley, der vagabund war, durch die Lande zog. Im Wandern ein König,
bin ich Prinz Boulevard. Charmant zu den Ladies war und viele Musikerkumpels hatte. Katzen brauchen! Guck ich heute noch gern. Katzen brauchen! Katzen brauchen von Papiermusik! Bis bald im Disney Channel. Der Disney Channel kommt ins Free TV. Voll cool! Und wir feiern das mit einem großen Gewinnspiel. Willst du mitmachen? Oh yeah! Sichern Sie sich auf disneychannel.de die Chance auf tolle Preise. Wir verlosen 5 Aufenthalte im Disneyland Paris für die ganze Familie, 10 Samsung LED-Fernseher und 5 Nintendo Wii U-Konsolen plus Disney Infinity Starter-Sets. Dummerlitsche! Jetzt mitmachen auf disneychannel.de. Ich glaube, meine allererste Erinnerung an Disney stammt aus der Zeit, als ich noch eine winzig kleine Kaulquappe war und mir einen Film namens Peter Pan angesehen habe. Dieser Typ aus Nimmerland. Auf ins Nimmerland! Und wisst ihr, was ich an dem Jungen ganz besonders mochte? Er kann fliegen und trägt Grün. Der Countdown läuft. Hier kommt der beste Disney Channel, den es je gab. Seid ihr alle bereit? Dann geht's los. Mit neuen und bekannten Lieblingsgeschichten für die Kleinen unter uns. Ich bin dabei. Ich auch. Animationsspaß und Disney Stars für die Größeren. Super. Das ist der beste Tag aller Zeiten. Und dem besten Abendprogramm für die ganze Familie. Eine Trommelwirbel für uns. Hast du einen an der Waffelschwester? Endlich. Perfekte Unterhaltung rund um die Uhr. Oh, ganz schön beeindruckend. Ja, gut. Disney für alle. Ich warte schon mein ganzes Leben drauf. Ab 17. Januar im Free TV. Ja, also ich meine, man verbindet halt einfach so viele Filme, die man aus seiner Jugend oder Kindheit kennt, mit Disney. Wenn ich Disney höre, dann denke ich als allererstes immer an König der Löwen zum Beispiel. Also ich glaube, den hat ja jeder gesehen. Hakuna Matata. Was? Hakuna Matata. Es heißt keine Sorge. Das ist ein Universum an Zeichentrick und Animationsfiguren. Oh. Und immer sehr, sehr schöne Filme. Wir sehen uns. Funktioniert mein Mikro? 1, 2, hallo? Ja? Und was nun? Soll ich jetzt sofort meinen Text aufsagen? Soll ich anfangen? Okay, ich schaff das. Liebe Bürgerinnen und Bürger, Muppet-Fans, Frösche, Schweine, Bären und, und natürlich auch alle anderen. Ich, Kermit der Frosch, hoffe, ihr hattet ein tolles Jahr 2013, einen schönen Silvesterabend und seid bereit für das sensationellste Jahr aller Zeiten. 2014! Ja! Und ich bin wirklich unglaublich stolz darauf, verkünden zu dürfen, dass am 17. Januar 2014 in Deutschland der frei empfangbare Disney Channel mit der Muppet Show seine Premiere feiert. Wartet mal kurz, die Muppet Show kommt wieder im Fernsehen? Oh, das ist toll!
Oh, das muss ich gleich Miss Piggy erzählen. Sie sieht sich selbst sehr gerne im Fernsehen. In ihren Filmen. Oder im Spiegel. Naja, eigentlich überall. Wie auch immer. Die Muppet Show ist wieder im Fernsehen zu sehen. Und zwar im brandneuen Disney Channel. Und ihr könnt dabei sein. Der Sender startet am 17. Januar. Bis dahin wünsche ich euch und euren Familien im Namen aller Muppets ein frohes neues Jahr, Gesundheit, Mut und ganz viel Spaß. Und geratet nicht zwischen Miss Piggy und den Fernseher. Sie hasst es, wenn sie sich im Fernsehen verpasst. Mein erster Disney-Streifen, das war, glaube ich, Aristocats und ist immer noch einer meiner allerliebsten Filme. Ich war großer Fan vom Kater O'Malley, der vagabund war, durch die Lande zog. Im Wandern ein König, bin ich Prinz Boulevard. Charmant zu den Ladies war und viele Musikerkumpels hatte. Katzen brauchen, guck ich heute noch gerne. Katzen brauchen, Katzen brauchen und für viel Musik. Ich bin total aufgeregt. Es gibt eine Welt, in der die Träume Flügel besitzen, in der alles möglich ist. Träume, Zauber, Abenteuer. Raum für Fantasie. Geschichten voller Energie, Humor und Spaß. Voller Übung.